68. Spielminute. Also Kutsche, jetzt Hinrunde war ja gewinntechnisch für der FC Holzhausen eher schlecht bestückt. Jetzt in der Rückrunde habt ihr jetzt wieder neue Schlagkraft gezeigt. Was war da jetzt der Hauptgrund dafür? Wurde in der Mannschaft was geändert oder wie seid ihr jetzt dazu gekommen, die Rückrunde zu gewinnen? Ja, wir hatten schon in der Vorrunde eine sehr gute Mannschaft, hatten am Anfang vor der Runde 10 Neuzugänge, mussten natürlich auch zuerst integriert werden. Leider haben wir es verpasst in der Vorrunde. Wir haben so gut wie keine Tore geschossen, hatten technisch eine sehr gute Mannschaft, aber das Tor nicht getroffen und somit haben wir nur 12 Punkte geholt. In der Rückrunde muss man natürlich ganz klar sagen, hat den Ausschlag schon Yannick Michel ausgemacht, den wir aus Ulm geholt haben. Und er hat natürlich sage und schreibe 24 Tore geschossen. Hätten wir diesen in der Vorrunde wahrscheinlich schon gehabt, dann wären wir jetzt nicht, hätten wir nicht nur jetzt 49 Punkte, sondern bestimmt 70 und dann wären wir ganz oben dabei. Im Ganzen gesehen muss man natürlich sagen, wenn man sieht, nach der Vorrunde 12 Punkte, jetzt 49, kann der FC Holzhausen hochzufrieden sein. Okay, also kann man sagen, Yannick Michel war tatsächlich eine neue Hoffnung für den FC Holzhausen. Ganz klar, muss man sagen, ohne Michel, also hätte ich fairerweise gesagt, hätten wir Probleme bekommen, aber durch die Verpflichtung von Yannick Michel sieht die Welt beim FC Holzhausen ganz anders aus.